Hi. Jürgen. Ja, Edaki, grüß dich. Ja, schön, dich zu hören. Ah, das ist aber schön, dass du dich freust, mich zu hören. Ja. Letzter Stream war im Juni, habe ich geschaut Korrekt. gerade. Ja. Richtig. Genau, und ja, ich habe jetzt gar nicht so eine große Vorrede gemacht, sondern habe gesagt, jetzt hier gleich rein. Haben schon drei Streams gemacht. Vierter Stream ist das jetzt. Jawohl. Und magst du vielleicht nochmal, lass uns mal so anfangen, mal kurz zusammenfassen, was wir in den letzten drei Streams besprochen haben, damit Leute, die jetzt auch neu da sind, mal nachvollziehen können, worum geht's hier eigentlich. Grob zusammengepackt, aus einmal ausprobieren, Chemsex, ja, das war das große Thema Chemsex, einmal ausprobieren, direkten intravenösen Konsum mit Crystal Meth. Aus Fehlern wurde ich fast mit HIV angesteckt und ohne mir das überhaupt zu sagen, bin quasi dem intravenösen Konsum gefangen gewesen. Das heißt, einmal Spritze, immer Spritze. Ich war gefangen. Ich fand's geil. Es war eine coole Zeit. Hat mir aber mein ganzes Leben wirklich zerstört. So das ganze eine komplette Jahr. Viele Höhen, viele Tiefen und die Nadel war mein ständiger Begleiter. Das Interessante bei dir war ja, dass das in einem absoluten Zeitraffer passiert ist. Ja. Ja, und dass du, ich sag mal, wenn man jetzt mal ein bisschen im Klischee denkt, jetzt nicht so der Typ dafür eigentlich warst. Eigentlich war ich nie so der Typ. Ich habe Weil mich nie. ich sag mal, vor diesem ersten intravenösen Konsum mit Crystal war das Leben ja noch relativ normal. Mein Leben war relativ normal. Ich hatte soziale Kontakte. Ich habe meine Ausbildung ja gemacht in der Pflege. Ich war, habe gerade mein drittes Lehrjahr angefangen. Das heißt, ich war ja kurz vorm Abschluss der Ausbildung gestanden. Und ja, die Neugier, die hat dann letztendlich gesiegt. Richtig. Ja, Max M., es ist Ducky. Genau. Kam gerade die Frage, ob du Ducky bist. Ja, genau. Also das klingt für mich jetzt so, ich meine, ich mache ja auch mit dir eine Reise, ja. Also ich meine, das sind, also manche Streams bleiben halt mehr hängen als andere. Und die Streams mit dir, die sind mir mehr hängen geblieben letztendlich. Weil es irgendwo, ja, es hatte so das Feeling, als ob schon immer was in dir geschlummert hat. Und durch diesen ersten Kontakt mit der Nadel hast du absolut Blut geleckt. Ja, Ja, richtig. da ist was rausgebrochen. Und also nicht im Positiven, aber irgendwie, ja, es ging von 0 auf 1000. Richtig, genau. Es hat ja gar nicht angefangen, erstmal mit einer Nase ziehen oder sowas, hat ja gar nicht damit angefangen, sondern es hat sich einfach eingebrannt, dass sobald die Nadel drin war, das Zeug in meinem Körper war, diese ganze Last, diese ganzen Probleme, diese ganzen Gefühle, diese schlechten Gefühle waren auf einmal weg, weil ich habe gefühlt, ich konnte die Welt umarmen. Es ging mir gut, ich konnte die Welt umarmen, ich hatte meinen Spaß, ich hatte Geschlechtsverkehr, ich hatte alles in einem kompakten Bundle mit nur einer Nadel. Und nur die, das konnte mir niemand geben, niemand anderes. Ja, jedenfalls nicht so schnell. Richtig. Weil, ja, jetzt kommt's alles wieder bei mir. Weil, du, genau, wir reden ja eigentlich über Homosexualität. Wir reden Richtig. über die Suche nach Liebe. Ich kann mich Richtig. erinnern, dass wir uns ganz intensiv auch über die Szene unterhalten haben. Ja, Ja. dass letztendlich jeder da irgendwo nach Liebe sucht, aber es dann leider Gottes fast immer nur beim Körperlichen bleibt und bei Extremgeschichten. Richtig, genau. Ja, und du warst so, wenn ich es mal sagen kann, so lost, emotionally lost, hast eigentlich einen Partner gesucht, Ja, eine Beziehung gesucht und hast dich genau. dadurch immer auf diese sexuellen Geschichten eingelassen, wo eben das dann nicht eintrat, was du eigentlich erhofft hattest. Richtig, genau. Ich habe mir das quasi, nennen wir es mal, die Beziehung in einem kurzen Fenster, einem kurzen Zeitraum hat mir das natürlich gegeben, weil es war ein Partner da, der Konsum war da und genau das, was ich mir gewünscht habe, war mit einem Knopfdruck war das halt eben da. Aber halt keine Nachhaltigkeit. Nein, keine Genau. Nachhaltigkeit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, dass es kurze Zeitabschnitte sind, wo alles da war, was du dir gewünscht hast. Richtig. Aber das war halt nach einer Nacht, zwei Nächten, vielleicht ein paar Tagen vorbei. Richtig, Und genau. dann fing es wieder nicht bei 0, sondern bei minus 10 an. Richtig, bei minus 10. Da muss man erstmal verkraften. Man guckt sich erstmal selber an und denkt sich, boah, wie ekelhaft, was habe ich denn da jetzt schon wieder gemacht? Wenn ich zurückblicke, kann ich mittlerweile denken, das war
Körperverletzung. Ich habe mich selbst verletzt mit der Nadel, nur um Gefühlen nachzugeben. Gutes Bild. Also eine Form von Selbstverletzung. Also manche ritzen sich. Ja. Manche schneiden sich die Haut auf, um mit diesem körperlichen Schmerz von ihrer inneren Leere, in ihrem inneren Schmerz abzulenken. Du hast dich halt gestochen mit Substanzen. Genau, richtig. Klingt jetzt schon mal sehr reflektiert, muss ich sagen. Ja, ich habe mich auch in der Zeit sehr viel reflektiert. Ich habe ja auch nach dem letzten Stream im Juni, ich habe ja auch gesagt, ich bin ja hier auch in der Drogenhilfe. Ich habe mir ja auch professionelle Hilfe gesucht. Denn ich war ja sehr tief in dieser Research-Chemical-Geschichte drin. Möchte ich gleich mal kurz einhaken, damit das auch einen Korridor bekommt. Es ging letztendlich ja gar nicht mehr ums Crystal, es ging ja um die Nadel. Es ging um die Nadel, richtig. Die Nadel war dein Trigger. Richtig, die Nadel war mein Trigger. Und gegen Ende hin habe ich sogar, das habe ich auch noch mit dir gesprochen, ich glaube, das war an Ostern, dass ich den Selbsttest gemacht habe und so eine Nadel mit NaCl befüllt habe. Und ich, mein Körper hat mir vorgegaukelt, boah, da ist jetzt was drin, die Nadel ist draußen, ich bekomme jetzt ein Gefühl. Und ich habe auch was gefühlt, ich habe Zufriedenheit, ich war glücklich, ich habe eine Last von meinen Schultern abgeworfen in dem Moment, obwohl gar keine Substanz in dieser Spritze war. Also das war aber ganz wichtig, mal einzuordnen, dass es, also ich finde das erstmal eine super Herangehensweise, ja. Also es zeigt erstmal, es ging gar nicht um die Substanzen, es ging ja um die Selbstverletzung. Und letztendlich, wenn du dir, das ist ja nun Kochsalzlösung, was du da gespritzt hast, oder? Richtig. Ja, es ist ja ein absoluter Placebo-Effekt. Richtig, es ist reiner Placebo. Irre. Okay, und du bist dann ja vom Crystal, also mit Crystal fingst du an, ganz kurz nochmal Zeitfenster, es ging um anderthalb Jahre eigentlich nur, oder? Knapp ein Jahr. Also es knapp ist noch weniger. Knapp 12, 14 Monate, also es hat im August letzten Jahres angefangen. Also wirklich eine Achterbahnfahrt, ja, in einem, also du bist innerhalb eines Jahres eigentlich durch den kompletten Korridor gelaufen. Richtig, genau. Ja, also von fast HIV angesteckt mit Crystal, dann 3-MMC gab es ja auch noch. Ja, genau, richtig, genau. Das war ja so meine Hauptsubstanz über mehrere Monate hinweg, die dann zwischen 5 und 10 Gramm innerhalb eines Monats und das komprimiert auf 2, maximal 3 Tage. Sessions. Ja, Sessions, genau. Sessions. Geh da nochmal kurz rein, wie sahen diese Sessions aus? Ja, wie sahen die Sessions aus? Es gab für mich eigentlich nur eine Person, mit der ich ja diesen Chemsex hatte. Die Person, die kennst du ja. Und ja, man hat geschaut, wie hat der gearbeitet, wie hat man selbst gearbeitet, wo konnte man sich frei nehmen, wo hat man sich die Zeit gesucht, um einen Zeitraum festzumachen. Ich bin immer weggefahren, ich wollte das Ganze nie in meiner Wohnung haben, ich wollte das immer weg von meinem gewohnten Umfeld weg. Zu outsourcen. Genau. Weil richtig. Zu Hause war für dich eigentlich gesunde Oase. Am Anfang ja. Anfangs war das hier kein Konsumbereich. Ja, ja. Und man hat sich dann abgesprochen, wie viel und was. Das war dann meistens das 3-MMC in Kombination meistens noch mit Cannabis. Da hat man sich abgesprochen, wie viel. Dann hat jeder Hälfte gemacht. Das Ganze wurde gekauft im Darknet. Und wenn es dann da war, dann ab in den Zug, ab da runtergefahren und los geht's. Ne? Kaum war man dort angekommen, hat ein bisschen gequatscht und hat gefragt, ja, willst du anfangen? Ja, und so hat sich das Ganze dann hingezogen. Ne? Einmal angefangen, dann ist man in diesem Tunnel gefangen, weil dieses Verlangen, dieses Craving, dann nochmal auf diesen Höhepunkt zu kommen, der ist natürlich da. Ja, man möchte wieder hochkommen, man möchte wieder den Spaß haben, den Sex haben. Man ist frei in dem Moment. Weil von 3-MMC ist ja so stark mit Dopamin und Serotonin, Noradrenalin, Releaser, also quasi, es wird einfach alles auf Knopfdruck rausgeschüttet und da kann man sich den wildesten Sex seines Lebens vorstellen und auch haben, sofern der Partner dafür bereit ist. Also mir fallen gleich zwei Sachen hier ein. Also das erste Mal, dass mir 3-MMC hier untergekommen ist, das war eigentlich von BDSM-Peter. Ist schon nun fast 3 Jahre her. Ja. Vorher hatte ich nie was über 3-MMC gehört. Und es tauchte eben, dass es auch, wichtig zu erwähnen, das erste Mal im Kontext von BDSM, allgemein von Sexualität auf. Ja. Und ich kenne Sex of Crystal
Und du kennst auch Sex of Crystal. Mhm. Beschreib doch mal für den Laien, wo der Unterschied zwischen Sex of Crystal und Sex auf 3MMC besteht. 3MMC und Crystal kann man auseinanderhalten, einmal von der Wirkdauer her. 3MMC wirkt, egal in was für einer Road of Application, also nasal oder oral, es hat vielleicht einen Wirkpunkt von 40 bis 45 Minuten, aber dafür intensiv. Von Crystal hast du halt eben, egal wie du das konsumierst, du hast diese Stunden, du hast 3, 4, 5, 6, 8 Stunden lang Hi. ohne dieses High, dieses ganz oben sein Gefühl. Es wirkt intensiver, sage ich jetzt mal, in meiner Meinung nach, als Crystal. 3M. Ja, genau. Okay. Es ist von der Intensität her ist es stärker und man muss weniger nachlegen, um an den Punkt wiederzukommen. Warum nehmen dann Leute 3MMC, wenn Crystal eigentlich die bessere Wahl wäre? Vom Runterkommen her, Runterkommen. quasi. Du hast Das jetzt, du Runter. hast nicht diesen Crystal-Abklatsch. Richtig, genau. Von Crystal bist du ja gerne mal 2, 3 Tage lang wach. Komplett durch. Und dann auch durch, ja. Genau. Und dann nochmal 2, 3 Tage brauchst du, um wieder einigermaßen klarzukommen. Richtig. Bei 3MMC hast du den Vorteil, du hast quasi die letzte Dosis genommen und dann bist du bist, ja, du kommst runter, dann vielleicht rauchst du vielleicht einen Joint oder irgendwas und dann bist du müde und dann kannst du schlafen. Du kannst 3 Stunden oder 2 Stunden nach der letzten Dosierung schlafen wie ein Baby, ohne irgendwelche Benzos oder sonst irgendwas einnehmen zu müssen. Das kannst du bei Crystal natürlich vergessen. Richtig. Und das ist der Vorteil, warum halt eben viele zu 3MMC übergegangen sind. Ich kann mich, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenbekomme, war es eigentlich so, dass BDSM-Peter nach einer 3-MMC-Session so depressiv war, dass der dann Selbstmordversuch gemacht hat. Also wie ist Das. das mit dem Rund? Also wenn du sagst, Dopamin, Endorphine werden massivst ausgeschüttet, man muss ja schon den Preis dafür zahlen. Natürlich war ich dann auch nach solchen Sessions hier daheim die nächsten 2 Tage. Ich habe mich schon leicht depressiv gefühlt. So dieses, boah, ich habe keinen Bock auf gar nichts. Boah, es ist alles scheiße. Lass mich doch einfach in Ruhe hier liegen und geht mir niemand auf den Sack. Das habe ich auch gehabt. Allerdings war das noch sehr gut handelbar im Gegensatz zu einem Crystal-Rausch, weil danach bist du wirklich fix und foxy und kannst eigentlich schon in die Ecke gehen und sagen, lasst mich alle mal in Und Ruhe. ich finde, gerade beim Crystal-Abklatsch kommt dann noch das Körperliche hinzu. Ja. Ja, also wenn du wirklich 2, 3 Tage wach warst, Ja. das wirst du merken, wenn du runterkommst. Ja. Naja, okay, gut. Wo war dann der Turning Point? Also es muss ja irgendwas passiert sein, dass du sagtest, in diesem Jahr, in diesem kurzen Zeitraum, alter Falter, das geht so nicht weiter. Der, glaube der allerwichtigste und springendste Punkt, der ist noch gar nicht so lange her, sondern hat mir eigentlich die Familie gegeben. Weil ich gemerkt habe, dass A, die Familie auseinandergeht, wegen mir, wegen meinem Drogenkonsum, Was wegen heißt meinem. das? Was heißt das konkret? Die haben angefangen, von mir abzuwenden. Also der Kontakt wurde weniger, man hat sich weniger unterhalten, weniger telefoniert, schon gar nicht mehr gesehen. Ich habe meine Mutter, meine Schwester das letzte Mal seit Ostern jetzt nicht mehr gesehen, ne? Oh, wow. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und das war so der springende Punkt, wo ich dachte, ey, wenn du das jetzt verkackst, dann hast du keine Familie, du hast keine Mutter mehr, du hast keine. Sch Genau, wenn du das jetzt verkackst, hast du es vielleicht fürs ganze Leben verkackt. Richtig, genau. Weil den Menschen, denen ich was bedeute, die ich liebe, die mir was bedeuten, die sind nicht mehr da. Wer ist dann noch für mich da? Und das war so ein schlimmes, depressives Loch für mich. Ich bin so tief in der Depression reingerutscht. Da wäre ich nicht mehr rausgekommen, bin ich ehrlich. Also, Wie sah dein Alltag zu diesem Moment, also in den letzten Monaten aus? mein Alltag in den letzten Monaten fast gleich eigentlich. Also, ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich immer dieses monatliche Konsumieren hatte. Das hat sich fast auch so hingezogen. Also, ich habe es eigentlich geguckt, so, ja, so ein, maximal zweimal im Monat. Gegen Ende war es dann auch tatsächlich zweimal im Monat. Ansonsten, ich bin ganz normal aufgestanden und habe gedacht, was mache ich jetzt? So, der sitzt da und weiß noch nicht mal, was du mit dir selbst anfangen Das sollst. muss also für manche, die es noch nicht kennen, Lehre, Ausbildung war ja abgeschlossen, oder? Nee, hast du Nee, eigentlich in den Sand gesetzt?
habe ich in den Sand gesetzt durch den Konsum. Genau, ich wurde nicht zur Prüfung zugelassen und habe quasi 3 Jahre in den Wind geschossen. Ja, aber ist bitter. Genau, und seit dem Konsum und die letzten Monate warst du eigentlich ist beschäftigungslos. Genau, ich war beschäftigungslos. Ich habe Gott sei Dank Leistungen vom Jobcenter erhalten, quasi das Bürgergeld. Aber alles in Absprache mit meiner Therapeutin, also von der Drogenhilfe, bei der ich ja auch wöchentlich war zu Gesprächen. Ich habe ja wöchentlich Gespräche geführt, die mich da unterstützt hat, auch mit Behörden, Post und ja, also was wir jetzt gerade machen, nur dass ich sie halt eben echt gesehen habe und aktiv Probleme ansprechen konnte, so wie es mir jetzt geht, wie ich jetzt damit mich verhalten soll, solche Sachen. Also dir war auf jeden Fall bewusst, und das finde ich schon mal einen guten Ansatz, bevor jetzt eine neue Ausbildung, bevor ein gesellschaftlicher Neuanfang beginnt, musst du selber dich erstmal wieder auf die Reihe kriegen. Richtig, ja. Genau. Und da können wir erst einmal reingehen. Ja, also du hast, gerne. Hast ja geschrieben, erzähl selber, wo stehen wir gerade? Tja, wo stehen wir gerade selber? Also ich habe es geschafft, ohne eine Klinik oder irgendeine Einrichtung mich selbst zu entgiften. Ja, ich habe es, um es mal grob für die Zuschauer zu sagen, ich war im Monat zwischen 25 und 40 Injektionen. Selbstinjektion, Spritzen von Drogen, habe ich mich selber runterdosiert quasi nur noch auf 5 bis maximal 10. 3 MMC, darum geht es noch. Nein, es ging rein um die Nadel. Natürlich waren Substanzen im Spiel, ich habe mich damit hochgeschossen. Okay, man muss sagen, du hast 40 Mal im Monat, kann man so sagen, einen Rückfall mit der Nadel gehabt. Rückfall, das war ja eher bewusst noch. Das war ja vorher noch bewusst, dieses Bewusste, ich habe das Zeug jetzt hier, ich habe meine Spritzen da und ich werde mich jetzt hochschießen, weil ich wieder auf dieser Wolke 7 schwebe. Mit Crystal oder 3 MMC oder jeweils? Noch nicht mal 3 MMC, noch nicht mal Crystal Meth, sondern ein Research Chemical, das tatsächlich hier in Deutschland auch erlaubt ist. Okay, wie heißt das? Das nennt sich 3FPM. Ich lerne immer was Neues hier. 3FPM. Ich habe vor 2-3 Tagen schon einen Stream gehabt. Wo die SMT? Ja, genau. Ja, ganz genau. Das ist ja dieses Research Chemical für Tramadol. Genau. Also wir hatten jetzt letztens dieses Opioid Research Chemical. Und jetzt 3FPM. Die Namen sind immer so schwierig. Genau. Sag mal was dazu. 3FPM ist ja quasi ein Amphetamin, das das Noradrenalin ein Wiederaufnahmehemmer ist, beziehungsweise auch vom Serotonin ein kleiner Releaser ist. Das heißt, ja, MDMA-Light. Ja. Du hast eine Wirkung zwischen Speed und MDMA-Light zusammengepackt, so ungefähr. Du bist konzentrierter, du bist wacher, du bist aufmerksamer, Musik hört sich besser an, appetitzügelnd. Du hast auch eine erhöhte Libido, ne, was ja immer bei mir so eine Rolle gespielt hat. Ja. Und in höheren Dosen, das heißt, umso höher man dosiert hat, umso länger man dabei war, umso stärker wurde ja dann auch diese Libido. Das heißt, irgendwann war ich dann an dem Punkt angelangt, wo ich wieder sein wollte, aber dann muss erstmal die Menge musste erstmal her. Ich kann ja nicht direkt mit einem halben Gramm anfangen, weil dann wäre ich ja direkt ab im Krankenhaus. Ja. Sondern ich musste mich langsam hochdosieren, langsam andosieren, um auf dem Level zu kommen, wo ich sein möchte. Okay, also man kann sagen, 3 MMC Crystal Meth war so ein bisschen abgeschlossen schon. Aber es ging jetzt ersatzweise, könnte man es fast sagen, mit dem 3 FPM weiter. Ganz genau. Und das war eine neue Substanz und da musstest du erstmal im Selbsttest ausprobieren, was passt für dich. Genau, das hatte ich ja vorher immer mal wieder so zum Ausprobieren gehabt und habe das eigentlich so als perfekten Ersatz für mich gefunden zu 3 MMC. Warum? War es besser? Was hat dich da mehr abgeholt? Besser war es nicht, aber die Legalität. Es war einfach legal. Ja. Ich konnte mir das kaufen und habe das einen Tag später mit DHL, dem Postboten, in die Hand bekommen. Das heißt, DHL war mein Drogenkurier.
Quasi. Ja, ist Ist so. ein guter Streaming-Titel, mein Lieber. Das muss ich mir gleich mal merken. DHL und mein Drogenkurier. Ja. Muss man das im Darknet bestellen oder kann man es einfach so bestellen? Das kann man einfach so bestellen im Clearweb. Okay, also wenn man es irgendwie eingibt, 3 FPM, Google-Suche, kaufen, kommt da irgendwas? Dann würden dir verschiedene Anbieter genau angezeigt werden. Okay. Alright. Ja, wisst ihr mal, geh mal bitte in die Selbstversuche rein. Wie fing das an? Wie war der Turn? Wo bist du dann angekommen? Das erste Mal ausprobieren hat sich gut angefühlt. Ich habe mich jetzt nicht gefühlt, als hätte ich direkt 3 MMC zu mir genommen, sondern das war alles abgeflachter, alles abgeschwächter, abgeflachter, natürlich vorher informiert, was ist das so für eine Substanz, wie wirkt die Substanz, kann man die denn auch intravenös konsumieren, ne? Ist ja immer so ein Risiko, nicht alles, was sich gerade im Wasser auflöst, kann man sich auch spritzen. Ja, genau. Und als ich dann gehört habe, dass es auch intravenös geht, dann sind natürlich alle Glocken Oh, bei mir angegangen, ne? da haben schon die Hände gezittert. Da haben meine Hände gezickert und Ja, zack, bumm, gekauft, ne? ja, So ein ja, Gramm. ja, ja. Und Was meine kostet so ein aller Gramm? Was kostet so ein Gramm? oh, zwischen 20 und 25 Euro. Okay. Es ist also günstiger als 3 MMC und Okay. natürlich günstiger als Crystal natürlich. Definitiv der Hälfte. Das Weniger als der Hälfte. Positive daran ist, man kann es natürlich auch oral oder durch die Nase nehmen. Man erkennt es aber keinem an. Das heißt, die Pupillen, die bleiben normal. Okay, Man erkennt das du nicht. hast keine Teller. Richtig. Und Ja. das war der springende Punkt, der für mich auch nochmal wichtig war, Warum weil denn? ich ja das. Ja, Entschuldigung. Das war mal der springende Punkt. Ich habe den Turn, den leichten Turn von 3 MMC. Ich kann für mich sagen, ich fand das okay. Das war in Ordnung. Es war schön. Es war nett. Plus, ich konnte noch einkaufen gehen, konnte quasi meinen Alltag selber regeln, ohne jetzt mit dicken Tellern durch die Gegend zu laufen oder wie ein nass geschwitzter Hund rumzulaufen. Ja. Ich war gesellschaftsfähig. Ich war einfach noch gesellschaftsfähig. Gut, da könnte man ja fast sagen, ist ja fast noch schlimmer. Ja, ist es nämlich auch. Also wenn so eine Substanz einen so gesellschaftsfähig macht, man ist trotzdem ziemlich drauf, lässt es sich ja noch eher in den Alltag integrieren. Richtig, weil man es einfach nicht kennt. Würde jetzt jemand, der schon jahrelang Drogen konsumiert, gegenüber von mir stehen, der würde sagen: Ey, Ducky, kann das sein, dass du irgendwas konsumiert hast? Nee, warum? Ah, du hast gerade so einen richtigen Laberflash. Du redest gerade sehr viel, ne? Daran würde man es noch erkennen. Aber vom Äußerlichen her hast du einfach überhaupt niemanden angesehen, dass er das jetzt eben gerade sich intravenös gegeben hat. Ja. Und das war ein springender Punkt. Okay. Und was war dann so die Standarddosis? Angefangen, also man sagt, man nimmt ja immer die Hälfte mit dem, was man normalerweise nimmt, für den intravenösen Konsum. Das heißt, normalerweise wären das zwischen 20 und 30 Milligramm. Ich kenne meinen Körper, ich weiß, mit welchen Dosen ich bei 3 MMC angefangen habe. Und das waren 300 Milligramm. Also habe ich mich angefangen, so zwischen 80 und 100 Milligramm von diesem 3 FPM zu dosieren und bin von der Session bis zu 180 bis maximal 200 Milligramm in einer Ladung habe ich mir dann injiziert. Klingt viel. Klingt sehr viel, ist auch eine ganze Menge. Vor allen Dingen das F bei 3 FPM heißt für Fluor, es ist also fluoriert. Und fluoriert in der Research-Szene, es hält lange an. Du hast lange was davon. Ja. Das heißt, bei hohen Dosen hast du immer noch eine Nachwirkung von bis zu 6 bis zu 8 Stunden nach der letzten Injektion oder nach dem letzten Ziehen. Das hält also quasi lange an. Und so 1 Gramm in einer Session habe ich innerhalb von nicht mal 24 Stunden vernichtet. Was passierte bei diesen Sessions? Warst du dann allein oder gab es da auch wieder Sex? Nein, das habe ich komplett abgeschworen. Ich habe mit Okay. niemandem mehr Geschlechtsverkehr gehabt, Ja. auf irgendwelchen Substanzen. Ich war für mich alleine. Ja. Ich habe viel in einer Community geschrieben mit Leuten. Ich habe neue Leute kennengelernt, tatsächlich über Drogen, über diese Research-Community. Man hat sich unterhalten, ich habe geschrieben, ich habe Musik gehört und natürlich die Selbstbefriedigung.
Die ist geblieben. Okay, also man hat das richtig zelebriert dann auch schon, wie auf den anderen Ja. Sachen. Ja. Also das geht dann auch so stundenlang. Das geht auch stundenlang, da bin ich ehrlich. Das geht auch stundenlang. Da kannst du auch teilweise mal 2, 3 Stunden die Fleischpeitsche schwingen, klar. Die Palme wedelt in die Flasche, ja, Ja, genau. ganz genau. Ja, also diese legendären Onanier-Eskapaden, die wir ja alle Ja. von Appern kennen. Ganz genau, richtig. Okay, das klingt jetzt für mich aber erstmal danach, also es hatte sich eigentlich in diesem 3 FPM-Setting schon was verbessert, ja. Zum einen bist du nicht mehr in diese, wie soll man das sagen, ja, destruktiven Beziehungen rein, kann man das so sagen? Wo auch dann so diese, ja, wo ich denke, dann auch so diese Enttäuschung über einen selbst kommt, diese ganzen Gedanken, Karussells, nachdem das dann alles weg ist. Und meine erste Frage, warum hast du es gemacht? Weil, natürlich, weil die Nadel immer noch da war, ja. Genau. Und wann war der Punkt, wo du sagst, und jetzt geh mal da rein, wo es dann aufhörte, wo du sagtest, jetzt hier vorbei und ich bereite mich jetzt auf einen anderen Weg vor. Das hat tatsächlich mit einer anderen Person zu tun. Ich habe jemanden kennengelernt, nicht in der Beziehungsebene, sondern also ich habe eine Freundschaft quasi aufgebaut mit jemandem. Und diese Person war sehr, sehr stark abhängig von Benzodiazepinen und Opioiden. Und ich habe halt eben gesehen, wenn diese Person, was, kennt ihr, sagt ihr der Begriff Nodden etwas? Noten. Nodden. Natürlich. Opioid-Noten. Weg-Noten. Richtig, Ja. genau. Ich habe mit der Person angefangen, Kontakt aufzubauen und wir waren fast täglich über FaceTime und über WhatsApp am Videochatten und haben miteinander gequatscht. Und es hat mir einfach so wehgetan, diese Person in diesem Zustand zu sehen. Der ist Auch während des Streams dann so oder des Gesprächs weggenoddet. genau, richtig. Er hat sich Oha. dann quasi seine Dosen gegeben, nicht intravenös natürlich, sondern oral oder geplackt, also rektal. Kurz weggegangen, kam wieder, 10 Minuten später, bumm, komplett weggenoddert. Was hat er sich da rektal reingeschoben? Das war auch das ODSMT. Da hat ODSMT und Rilmazafon, also ein Benzo, diese Mein Gott. Kombi mit Benzo, Opioide und Alkohol. Das ist ja ein Spiel mit dem Feuer. Ein riesiges Spiel mit dem Feuer. Und das hat mir einfach innerlich, hat mir das so wehgetan, dass ich diese Person nicht mehr so sehen möchte und mich selber irgendwann schon da drin gesehen habe, dass Ducky, ich. es war ein Spiegel. Ja, kann man fast so sagen. Es war ein Spiegel. Um Punkt zu bringen, die Person ist mittlerweile meine bessere Hälfte geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich habe ihn sogar besucht. Ich Ja. war im Osten. Ich war in deiner Heimat. Oh, ja. Willst du das Bundesland verraten? Thüringen. Thüringen, okay. Ich war Also in Thüringen. gar nicht so weit weg, ja. Nein, das ist gar nicht so weit weg. Ja. Und dort, als ich die Person wirklich besucht hatte, mit der Hilfe einer Freundin, die ich kennengelernt habe, die auch aktuell zuhört, Okay, Grüße gehen raus. Ja. die mir wirklich geholfen hat, das zu ermöglichen. Da war auch mein letzter Konsum. Das heißt, seit dem 9.09.2023 habe ich keine Nadel mehr in meinem Arm. Merken wir uns, was heißt zu ermöglichen? Du hast kein Auto oder was meinst du damit? Ich habe kein Auto, das Geld war knapp. Ja. Der Freund hatte Geburtstag Ja. und ich wollte ihn überraschen und habe eine Ach Mensch. Flixbus-Reise gekauft, also eine Ja, ja, Flixbus-Reise. ja, ja. Ja, sie hat gesagt, das kannst du nicht machen, da bist du über 14, 15 Stunden unterwegs und auf einmal kam einen Tag später mit DHL Prio ein Päckchen und ein Brief mit hier, ich weiß, dass ihr euch beide sehr gerne habt, ihr seid Best Buddies mittlerweile und auf einmal lagen da 200 Euro. Boah, solche Menschen gibt es noch. Und ich wusste gar nicht, ob ich das annehmen soll, wie ich Ja, reagieren soll. Ich bin ja, in Tränen ja, ausgebrochen, weil ich so ja, dankbar war ja. für die Geste, Ja, total, Mann. dass mir das ermöglichen konnte. 2 Tage später war ich im Zug gesessen morgens und bin nach Thüringen gefahren, 7 Stunden. Lass uns mal kurz durchatmen. Das ist, ja, das sind so viele
schöne Sachen, die hier gerade passieren. Ja. Ich meine, auf diesem Kanal, ich will es ja nicht immer werten, aber es ist schon vieles destruktiv, es ist vieles kaputt, es ist viel Leidensdruck. Ja. Es ist viel Sucht, viel Abhängigkeit, ob beziehungs- oder substanzgebunden. Ja. Und was mich jetzt gerade so abholt, ist erstens, also du würdest denjenigen als deinen Partner beschreiben. Nein. Also die Person ist heterosexuell. Ah, interessant, okay. Die Person ist heterosexuell. Ist ein Seelenverwandter geworden. Genau. Ja. Richtig, weil wir einfach aneinander so viel Gleiches sehen. Wir können einfach, wir kennen denselben Schmerz, den durch Drogen verursacht wurde. Wir wissen aber auch beide, wie es davor war und wie es sich anfühlt, komplett auf Sendung zu sein und alles und jeden zu lieben und zu mögen. Ja. Und sich selbst dabei zu hassen. Und sich selbst dabei zu hassen, genau. Man related. Wir haben einfach so viel nachvollziehen können, gegenseitig. Super nice, Mann. Dass also, wir uns beide supportet haben, ne? Quasi. Naja, ihr habt euch beide im Schmerz, in dem Verlorensein gefunden. Richtig. Und ja, man muss es manchmal gar nicht durchanalysieren. Ihr habt einfach angedockt. Mhm. Ja, und, genau. Und das, ja, ist jetzt ein Seelenpartner, könnte man ja sagen. Und ich sag's mal so, was ist der Auftrag, also woraus besteht eure Beziehung jetzt? Also du hast ihn gesehen, dass er immer so wegnoddet, das hat dir Angst gemacht, das war sicherlich auch, ja, erschreckend zu sehen. Ja. Einerseits ja, es war erschreckend zu sehen, aber es hat mir, es war ganz komisch, ich habe fast denselben Schmerz gefühlt, den er hatte, obwohl ich gar nicht in seiner Haut stecke und weil es ein Mensch ist, ja, mit dem ich wirklich offen und alles über wirklich jeden Bums reden kann. Hm. Und ich auch das Gefühl habe, ich kann ihm vertrauen, er vertraut mir. Hm. Habe ich gesagt, so kann ich nicht weitermachen. Hm. So möchte ich nicht weitermachen. Hm. Tatsächlich die Familie, er und die Freundin, diese drei Beweggründe, die haben mich dazu gebracht, komplett von 0 auf 100 runterzugehen. Manchmal müssen im Leben eben die Dinge zusammenlaufen. Richtig, genau. Und ich sag mal, Entschuldigung, ich sag mal so, ich denke, die Dinge, die es braucht, um eben einen Lebenswandel hinzukriegen, die laufen schon des Öfteren zusammen. Plus man muss sich eben auch für diese Geschichten entscheiden. Ja, richtig. Und das hast du getan. Also, die haben mich ja auch in meinem Weg unterstützt. Hm. Ich meine, die haben mich ja, ich habe ja mit beiden offen kommuniziert, so wie es mir jetzt gerade geht, was ich aktuell alles durchmache. Und das ist ein Band geworden. Also eigentlich ein Band geworden, dass man jetzt gar nicht mehr so auseinanderreißen kann. Und ich wirklich auch dankbar bin für diesen beiden Menschen, die auf einmal in meinem Leben getreten sind, weil ich gemerkt habe, da ist jemand, dem bist du wichtig. Dem bist du nicht scheißegal. Jemand kümmert sich um deine Gefühle, jemand kann deine Gefühle, deinen Hass, deine Trauer, diesen Schmerz nachvollziehen. Und das war auf einmal, eine komplett neue Welt, an die ich mich erstmal gewöhnen musste, weil ich auf einmal Menschen da hatte, die sagen, hey, du schaffst das, es ist gut, du kannst weinen, fang ruhig an zu weinen, hasse uns, hasse die Welt, kotz dich aus. Wir legen nicht auf, wir sind für dich da, wir hören dir zu, wir wissen, wie es dir gerade geht. Hm. Es sind Menschen, die einfach genau in derselben Scheiße sitzen wie du selbst. Hm. Und dir die Kraft geben können. Und die auch nichts als Gegenleistung haben wollen. Und das ist immer noch so ein Punkt, der in meinem Kopf nicht ganz reingehen will. Ja. Habe ich gerade einen Punkt getroffen, oder? Ja. Ja, genau. Erzähl mal was dazu. Ja. Ich bin jetzt mal ruhig. Mhm. Ich bin eigentlich kein Mensch, der vom Materiellen lebt, sondern viel ich gebe das, was ich geben kann, aber möchte nichts dafür. Mhm. Und auf einmal auch materielle Dinge, zum Beispiel wie Geld oder ein Päckchen geschickt zu bekommen, Das war komplett neu für mich. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umzugehen habe, wie ich darüber denken soll. Warum tut das überhaupt jemand für mich? Warum? Da muss doch was dahinter stecken. Genau. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Genau. Der Haken?
Aber manchmal gibt es eben keinen Haken. Nee, in dem Fall gab es wirklich gar keinen Ja, Haken. das ist genau wie mit deiner Freundin da, die dir einfach mal 200 € schickt und sagt, hier, mach das jetzt mal. Und ich meine, geben, das ist ein super gesellschaftliches Thema gerade, Buddy. Geben kann ja auch so erfüllend sein. Richtig. Die Person, die hat mir jetzt nicht nur ermöglicht, jemanden zu treffen, den ich hoch angesehen habe als Freund. Sie hat mir auch immer wieder kleine Päckchen geschickt. Und zwar das Selbstentgiften, um auf das Thema kurz zu kommen, ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Irgendwie musste ich mich ja ablenken und irgendwas musste ich ja haben und machen, dass ich eben nicht immer an die Nadel denke oder an den nächsten Druck denke. Ich muss ehrlich gestehen, es gab eine kleine Suchtverlagerung. Okay. Und zwar von den ganzen Appern, von den ganzen Amphetamin und Nadelscheiß bin ich, muss ich ehrlich zugeben, ich bin zum gemütlichen Kiffer geworden. Ich habe, sie hat mir quasi HHC, das ist Ja, ein kenne ich. Cannabinoid, ne? Gibt es ja auch an der Tankstelle, da diese Vapes da zu kaufen. Hat mir angefangen, so kleine Care-Pakete zu schicken. Care-Pakete im Sinne von, ja, kleinen Buds, die mit HHC besprüht worden sind, damit ich die rauchen kann, um nicht an diese Nadel zu denken. Und dann ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, ey, hör mal zu, mir geht gerade ultra scheiße, ich weiß, ich habe was da, ich könnte dir etwas geben. Sagt sie, halt, stopp. Mach dir einen Joint, rauch einen Joint, vertrau mir, habe ich gemacht und ich habe nicht mehr an die Nadel gedacht. Würde ich gerne was dazu sagen. Das ist natürlich jetzt nicht PC oder politisch korrekt oder wie auch immer man es nennen will, aber das habe ich ja auch schon seit 2, 3 Jahren erzählt. Gerade wenn wir so vom Ausschleichen, vom Aufhören von harten Drogen berichten, finde ich, ist Cannabis ein legitimes Substitut, könnte man fast sagen. Ja, weil, also es liegt ja auf der Hand, dass eine Tüte am Abend jetzt vielleicht nicht so krass reinfährt, wie halt eine Mische 3-MMC, was man sich in die Vene spritzt. Genau, Ja. richtig. Und das ist jetzt, nur um es mal einzuordnen, das ist jetzt kein Loblied auf Cannabis oder dass jetzt alle kiffen sollen, sondern für Leute wie dich, die in so einer starken, harten, destruktiven Abhängigkeit waren, kann man das schon fast als eine Art Medikament ansehen. Für mich war das Gold wert. Warum? Klar, anfangs war es noch richtiges Gras, was ich da hatte. Dieses Psychoaktive hat meinen Kopf wirklich vernebelt. Es wurde quasi Gedämpft. vernebelt. Genau, es wurde gedämpft. Natürlich war ich so nicht gesellschaftsfähig. Ich war ja, ich habe ja moin, ich habe am Tag meine drei Joints geraucht, konnte mich aber eher mit mir selbst beschäftigen. Und in mich reinhorchen und mal wirklich mal zu gucken, Mal zur Ruhe kommen. zur Ruhe kommen. Ja, genau, perfekt, genau auf den Punkt getroffen. Ich konnte zur Ruhe kommen. Ich war auf einmal ganz anders. Ich konnte mich und meine Umgebung anders wahrnehmen. Plus, meine Therapeutin wusste ja auch Bescheid. Sie wusste ja, dass ich Cannabis ab sofort weiterhin konsumiere. Ja, und die hat sicherlich genau dieselbe Einstellung wie ich zu dem Thema. Sie hat gesagt, es ist okay, ja, solange das nicht überhand nimmt. Ja, was heißt überhand nehmen? Ja. Überhand nehmen, wirklich am Tag sich so viele Joints reinzuballern. Da guckst du auf die Uhr, es ist 2:30 mittags und du hast schon 10 Joints. Das hat sie damit gemeint. Also es sollte eher als Substitut gelten und nicht als eine klassische Suchtverlagerung, dass du jetzt 10 Gramm am Tag wegballerst. Richtig. Genau. Und irgendwann war aber auch kein Gras mehr da. Okay. Was mache ich jetzt, ne? Ich kann mir natürlich auf Dauer auch nicht jedes Mal Gras kaufen von meinem Bürgergeld. Das war überhaupt nicht drin. Ich konnte mir eigentlich gar keine Drogen leisten. Und dann habe ich auf einmal angefangen, mit der Freundin zusammen, die mich darauf gebracht hat, CBD zu konsumieren. Weil irgendwann ging es mir gar nicht mehr um diesen psychoaktiven Teil vom Gras, vom Cannabis, sondern wirklich, wie du gesagt hast, zur Ruhe zu kommen. Mein Körper einfach mal zur Ruhe kommen lassen können, zu schlafen oder morgens beim Aufstehen ein bisschen CBD konsumiert über einen Joint und einen freien Kopf kriegen, einkaufen, putzen, spazieren gehen, Stück für Stück runter zu dosieren, bis ich irgendwann gar kein Cannabis mehr konsumiert habe.
Wie wirkt CBD auf dich? CBD wirkt auf mich wie, als würde man eine dünne Decke um jemanden legen. Ich habe gemerkt, nach dem Rauchen, so circa 15 Minuten danach, ich wurde ruhiger. Ich habe nicht mehr diese Unruhe, die innerliche Unruhe, die ist weggegangen. Ich konnte auch mich auf dem Bett hinlegen, ich konnte entspannen, ich konnte einen Film gucken und auf einmal konnte ich ganz gemütlich einschlafen. Es hat mich wirklich zur Ruhe gebracht. Ich muss mal kurz auf eine Chatnachricht eingehen. Ja. Nature Napor schreibt eine gefährliche Aussage. Es ging um meine Aussage bezüglich Cannabis als Substitut. Eine gefährliche Aussage, wenn der Stoff vom Schwarzmarkt kommt und man nicht nachvollziehen kann, ob das Cannabis nicht gestreckt ist. Ja, natürlich. Aber ich sag's mal so: Diese Aussage, also dieser Comment, der ja eine Kritik ist an meiner Aussage, ist ja schon wieder nur ein Argument für eine Legalisierung. Richtig. Ja, weil das ist der Punkt und da hat er letztendlich auch recht. Aber ich meine, das geht jedem Kiffer so, der hier nur noch auf dem Schwarzmarkt Gras kaufen muss, dass man da nie weiß, was da drin ist, letzten Endes. Ja, also, das wollte ich kurz dazu sagen. Ja. Und selbst wenn, ich habe das Gras von jemandem bezogen, den ich kenne, dem ich auch vertrauen kann. Ne? Also ich würde jetzt nicht zu einem beliebigen Shop gehen oder im Darknet zu gucken und das nächstbeste zu Oder am bestellen. Bahnhof mal dort die Straße runterlaufen, um irgend. Ich könnte hier 10 Minuten laufen und ich könnte mir grammweise Ja, von Gras besorgen. 20 Euro das Gramm dann von irgendeiner Quelle. Richtig. Ja. Genau, letztendlich habe ich von jemandem bekommen, den ich kenne, dem ich vertrauen kann. Kann jeder sehen, wie er möchte. Nee, also Nature Nape hat auch gerade geschrieben, das war, glaube ich, von ihm gar keine Front, sondern stimmt mir da ganz voll und ganz zu. Ja, weil ich denke auch, Cannabis ist für Leute, die auf harten Drogen sind und die einfach auch so ein, ich nenne es mal, Problem haben wie du mit dieser Nadelgeschichte, kann ein gutes Substitut sein, Komma, wenn es natürlich cleaner Stoff ist, der letztendlich staatlich reguliert abgegeben wird. So. Ja. Damit könnte man es mal stehen lassen. Ja, damit kann man es Ja, eigentlich stehen genau. lassen. Okay, als du dieses 3 FPM dann sozusagen, du hast ja von heute auf morgen aufgehört, hast du ja gesagt. Mehr oder weniger ja. 9. Ich habe September habe ich mir gemerkt jetzt. der 9. September, da bin ich ehrlich auch zu dir, da habe ich das letzte Mal Crystal Meth konsumiert. Da habe ich wirklich so das, ich habe ein Gefühl gehabt, ich muss es zu Ende bringen. Ja. Nicht im Sinne von, ich will mir das Leben nehmen, nein, sondern ich möchte für mich eine Grenze setzen. Ich möchte für mich selber sagen, ich möchte diesen einen letzten Konsum noch haben. Ich möchte das noch einmal erleben, um für mich psychisch und seelisch abschließen zu können. Die Möglichkeit habe ich bekommen, natürlich mit dem Kollegen zusammen, ne? Der hat natürlich auch mit konsumiert. Mit dem Ko nicht der Kollege aus Thüringen. Doch. Auch der Kollege aus Thüringen. Okay, gut. Genau. Und das hat mir, ich muss ehrlich zugeben, der Turn, also ich habe es auch intravenös, habe es gespritzt. Ich fand das komplett komisch. Das war komplett ekelhaftes Gefühl. Ich bin hochgekommen, ich habe die Wirkung gehabt, aber ich habe es gar nicht gefeiert. Ja, Dagi, es war vorbei. Es war Ja. vorbei, dein Mindset war schon ein anderes und das kann Ja. ich bestätigen. Die letzten Jahre bei mir auf Crystal, es war ja eigentlich nur noch Scheiße. Es war ja nur noch Scheiße. Du hast es genommen, weil du es halt immer genommen hast. Aber dieses, das, was das Crystal ausmachte, in Anführungsstrichen jetzt, das geht ja, finde ich, relativ schnell weg. Das ging sehr schnell weg. Natürlich habe ich jetzt nicht hochdosiert, weil wir hatten selber nur ein halbes Gramm zu zweit. Das ist ja gar nichts, wie du wahrscheinlich weißt, ne? Für gestandene Konsumenten ist es nichts, ja. Richtig, genau. Somit konnte ich ja auch gar nicht übertreiben. Ja, wir haben uns bewusst dazu entschieden, nur ein halbes Gramm zu besorgen. Nee, wir sind spazieren gegangen, wir hatten einen coolen Abend. Und das Erschreckendste für mich war, nach diesem einmaligen intravenösen Konsum von dem Crystal, ich bin 4 Stunden später schlafen gegangen. Okay, krass. Das Also, ist ja irre. ich bin 4 Stunden schlafen gegangen und nach 4 Stunden bin ich schlafen gegangen und 6 Stunden später bin ich aufgestanden, habe eine Tasse Kaffee in der Hand gehabt und habe Guten Morgen geschrien.
Und das Thema war erledigt. Das Thema war erledigt. Mashallah. Genau. Warst du das erste Mal im Osten? Ja. Das ist unfassbar. Das ist ja ein Dauerbrenner auf diesem Kanal, dass ich nicht, das ist keine Front jetzt, das ist ja nur eine Feststellung immer, dass es so Ja. viele, ich muss es ja sagen, Westdeutsche gibt, die noch nie im Osten waren. Okay, sei dir verziehen, du warst jetzt hier. Wie fandest du es Ja. denn? Einerseits habe ich erstmal gedacht, so, oh Gott, Osten und uiuiui. Und immer im Hinterkopf diese Drogensache, diese Volksdroge, Crystal Meth Pervitin. und ja, Ja. genau. Und ich muss ehrlich sagen, als ich mit dem Zug gefahren bin, ich habe mich in die Landschaft verliebt. Ja. Ich war im ICE gesessen, ich habe Ja. rausgeguckt, es war ja noch Sommer, es war Ja. 30 Grad Ja. draußen. Einfach dieses Land zu sehen, unendliche Berge hoch und runter und Bäume. Es war wunderschön. Es war wunderschön. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die ich kennengelernt habe, habe ich ja auch eher so gedacht, so, ne, oh, bist du mal vorsichtig, auch wegen deiner Sexualität, ne? Mal gucken, wie die so alle so drauf Quatsch, reagieren. ja. Ey, das sind alles Vorurteile, die kann man wegkehren, die kann man wegschmeißen. Das ist aber irre, dass viele Westdeutsche, auch Jugend, sag ich mal, eine komplett falsche Vorstellung von Ostdeutschland haben. Ja. Weil der, ich hatte hier, hast du vielleicht gesehen, auch einen Kollegen gehabt vor 3, 4, 5 Tagen, der ist von Hessen nach Sachsen gezogen wegen Crystal. Genau, richtig, Ja. das habe ich gesehen. Der hat vom Osten geschwärmt. Ja, von den Leuten hier, von der Freundlichkeit. Ja. Also, bitte mach weiter. Ja, wie der Osten hat dich also komplett abgeholt. Der hat mich echt abgeholt. Also klar, ich habe einen Geburtstag gefeiert. Ich war ja ein paar längere Tage da. Ich bin freitags losgefahren und bin montags erst nach Hause gefahren. Ich war ja ein paar Tage dort. Natürlich viel konnte ich jetzt nicht sehen. Aber man spürt ja Ab die Vibes. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich kann echt sagen, von den Menschen, von der Freundlichkeit her, kann ich genauso wie er wiedergeben. Man wird schon fast mit offenen Armen empfangen. Echt super cool. Man trifft auch wirklich jede Art von Menschen dort. Also in der Großstadt, du hast dich umgeschaut und ich habe mich so, ja, nicht willkommen, aber irgendwo so ein bisschen zu Hause gefühlt, weil ich ja selbst das Großstadtleben liebe. Ich liebe die Großstadt und diese Masse, diese verschiedenen Menschen, dann die ganzen Stimmen, egal was für eine Sprache das war, ob es ein Dialekt war, ob es Englisch war, Französisch war, egal. Ich war da gestanden am Hauptbahnhof und dachte, boah, cool. Schön, freue ich mich. Freue ich mich gerade sehr persönlich, weil ich will schon immer noch eine Lanze für den Osten brechen, weil ich denke, das muss man auch mal sagen, ich denke, das sind auch ja irgendwo gesteuerte Ressentiments, die über den Osten hier. Also vergiss nicht, dass wir hier im Osten vor, ich weiß nicht, 8 oder 10 Jahren als Dunkeldeutschland bezeichnet worden sind. Das war eine Spiegel-Schlagzeile. Ja? Also es gibt da schon ein Bashing, muss ich sagen, bis heute. Und meist von Leuten, die noch nie hier waren. Also jeder, der noch nicht im Osten war, vielleicht muss man jetzt nicht ganz Leipzig-Plubitz oder so muss man jetzt nicht gerade mal anbahnen, ja. Aber allein wie ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Nee, nicht die Wartburg Ja, doch, doch, unten. doch, 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 doch. Doch, das ist auf jeden Fall ein Ding, was ich jetzt nicht sehen konnte. Das heißt, da werden noch viele, viele Besuche in den Ja. Osten kommen, auch wegen den Kollegen. Ja. Ich will unbedingt noch mal zum Ja, Völkerschlachtsdenkmal. hier bei mir um die Ecke, da laufe ich 5 Minuten hin, Buddy. Komm, gehen wir zusammen hin. Ich war vor 7 Jahren war ich in Leipzig an Silvester und Also, habe das Völkerschlachtsdenkmal über Schnee gesehen. ah, da warst du doch schon mal im Osten. Stimmt, Ja. scheiße. Einmal war ich da, Ja. richtig. Jetzt habe ich voll ausgeblendet, Ja, ne? okay, weil Leipzig nicht mehr für dich Osten war, sondern Heimat. Ja, ich war schon mal dort, ne? Ja. Ich war schon mal dort. Und so dieses Völkerschlachtsdenkmal noch mal zu sehen im Sommer oder im Frühling, wenn es schön aussieht, nicht so kalt ist. Die Wartburg will ich mir noch mal unbedingt anschauen.
Du, und ich weiß, was du meinst, gerade Thüringen, ich meine, das hat wirklich echte Flächen mit noch Wäldern, mit so Ja, Hügeln. genau. Ja, dann gibt es ja so die drei Gleichen, wenn man da so die A7 lang fährt, dann hat man da auf der Autobahn, wenn man da so langkommt, von Frankfurt nach Erfurt vorbei, Ja. Hermsdorfer Kreuz, hat man dann so drei Burgen, die sich parallel gegenüberstehen. Also wirklich wunderschön. Aber natürlich, es gibt auch hier Ecken, wo du jetzt nicht hin willst. Das ist ja völlig klar. Ja. Ja, klar. Und auch sicher gibt es in Mecklenburg-Vorpommern Orte, wo du jetzt als Schwuler jetzt nicht so gern gesehen bist. Weißt du, wenn ich da gerade so ans Völkische denke. Ja. Ja. Aber ich meine, das hast du jetzt in, ich sage mal, in Frankfurt oder Hamburg, in irgendwelchen Vierteln ist das ähnlich. Das hast du überall. Da Ja. bist du nirgendwo sicher. Das ist sogar hier in der Stadt, der ich jetzt lebe, ist das genauso. Es gibt Abschnitte, da habe ich mich noch nie mal, noch nie in den 3 Jahren, der ich hier lebe, blicken lassen. Ne? Das überhaupt nicht. Es war auch sehr, sehr schwer, da wieder wegzugehen. Also der Abschied, der war mit mehr als nur Tränen übergossen. Wow, okay, ja. Weil mir dieser Mensch einfach so viel gegeben hat, auch freundschaftlich so viel gegeben hat, dass ich da eigentlich gar nicht mehr weg wollte. Ja, wie geht's denn deinem Kollegen da jetzt eigentlich? Macht der jetzt auch die Kurve oder nottet der jetzt weiter weg? Nein, der hat die Kurve bekommen, der befindet sich mittlerweile seit 5 Wochen auch in stationärer Therapie, war zuvor 3 Wochen auf Entgiftung und geht denselben Weg wie ich. Wow, ist eine echte Erfolgsstory bis jetzt, würde ich mal sagen. Freue ich mich immer. Also für mich auf jeden Fall riesengroßer Erfolg. Ich hätte nie daran gedacht, dass ich jetzt in diesem Jahr, in diesem kurzen Zeitraum noch solche Menschen kennenlernen darf, überhaupt darf, die in mein Leben getreten sind, die ich mit offenen Armen empfangen würde, weil ich ja doch schon eher diese Bauer aufgebaut habe und das einfach nur zwei Personen komplett random es schaffen, dieses Schloss aufzumachen und in mich hineinsehen dürfen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Nie für möglich gehalten. Ja, Buddy, du warst ready dafür. Ich war bereit und ich bin auch weiterhin bereit dafür. Ich bin bereit für die Therapie, ich bin bereit, mit dieser Sache abzuschließen. Mit Ich dieser habe schon so. Lebensphase. Ja, ich habe. Also ich habe mir immer gerne so im Kopf vorgestellt, da war so ein kleiner Stolperstein. Ich bin mit dem Gesicht wirklich auf die Fresse gefallen, ganz tiefes Loch. Aber ich habe angefangen, die Leiter nach oben zu klettern und werde Schritt für Schritt nach oben gehen. Und hoffentlich, das, was in mir drin, diese ganze, ja, dieses Verlangen, dieses Beziehungsding, mit mir selber, diese Homosexualität, mein Aussehen, hier dies und das einfach zu akzeptieren, zu lernen zu können, zu akzeptieren, damit umzugehen und ein suchtfreies, konsumfreies, substanzfreies Leben führen zu können, das mich weiterbringt in meinem Leben. Ja, ich habe es mal kurz minimal nichts gesagt, weil ich es einfach mal so stehen lassen wollte. Hatte fast den Gedanken schon, könnte man als Streamende stehen lassen. Aber würde dich jetzt noch bitten, nochmal einen kurzen Ausblick zu geben in den letzten 5 Minuten. Das war wirklich sehr kurzweilig heute. Wo die Reise jetzt hingeht, weil es steht ja jetzt was vor dir. Richtig, genau. Ich hab's, Gott sei Dank, ich habe mich für eine Klinik entschieden gehabt, in der ich schon mal zu Besuch war. Das ist ja quasi meine zweite Therapie, nur für ein anderes Thema. Da hat mir leider der Rententräger einen Strich durch die Rechnung gemacht und haben gesagt, nein, die bewilligen mir nicht den Antrag auf stationäre Therapie, sondern haben mir eine Vorgabe gegeben. Da waren 5 Kliniken. Und ich habe mich dann für eine Klinik entschieden. Ich habe das ausgefüllt, den Wisch, habe das zurückgeschickt mit meiner Suchtberaterin zusammen. Und zack, ein paar Tage später habe ich auf einmal in meinem Briefkasten einen Brief von der Rentenversicherung. Ist genehmigt, aber noch nicht wann. So. Also hat sich das Ganze jetzt nochmal 4 Wochen, 4,5 Wochen, fast 5 Wochen hingezogen, bis es jetzt endlich losgeht. Und am Montag meine Reise in den nördlichen Westen mich hintreibt. Was genau, wie lange wird das da so dauern? 6 Monate, also so eine Therapie, Wow, ein halbes bezüglich Jahr. ein halbes Jahr lang, Stationär ein genau. halbes Jahr.
Ja, stationär ein halbes Jahr mit Aussicht auf eine Adaption. Das ist noch nicht ganz sicher. Das heißt, wenn ich mich nicht sicher fühlen sollte und wirklich noch Bedenken habe, alleine zu leben, kann ich eine Adaption beantragen, die nochmal bis zu 3 Monate geht. Also es wären 9 Monate möglich. Vorgesehen sind 6 Monate. Alright. Und die brauchst du auch. Die brauchst du auch. Du kannst keinem, der entgiftet ist und mehrere Jahre mit Drogen hantiert hat, jemanden nach 2 Monaten in die Freiheit entlassen, weil einfach viel zu viel psychische Schmerzen dahinter stecken, ein viel zu großer Leidensweg dahinter steckt, um sowas innerhalb von 4 bis 8 Wochen zu verarbeiten zu können. Und viel zu viele Triggerpunkte draußen auf dich warten. Das hat mich gestern gehabt. Gestern war ungelogen der schwerste Tag seit keine Ahnung, wie viele Wochen. Ich habe mich nie getriggert gefühlt von nichts und niemandem. Ich habe über Drogen reden können, sprechen können, alles kein Problem. Gestern war der allererste Tag, an dem ich mich von alles und jedem getriggert gefühlt habe. Ich war in meinem Bett gesessen. Ich habe gesagt, wenn ich noch ein Wort lese, dann suche ich hier meinen Boden nach irgendwelchen Resten ab, die ich mir reinhauen kann, um mich irgendwie zu berauschen. Kontrollverlust. Ja, also gestern war es kurz vor Kontrollverlust. Ich habe die Biege bekommen. Ich habe CBD konsumiert gehabt. Ich habe mir einen Tee daraus gekocht. Ich habe es nicht geraucht. Ich habe mir einen Tee daraus gemacht, der mich dann immer weiter runterfahren konnte und dem Verlangen nicht nachgegeben habe. Sehr gut, mein Lieber. Also, ich finde, es ist alles gesagt. Ja. Ich könnte mir auch einen Stream aus der Therapie vorstellen, wenn es geht. Wenn es es zulässt. Musst du mal schauen einfach, also unverbindlich jetzt, ja, weil es Ja. wäre schon interessant, die Station von dir einfach mal so mitzunehmen, ja, weil das ist ja heute ein Stream. Also ich begreife den Stream heute auch als eine Art Abschluss. Nicht von So. uns beiden, sondern von der Story, die wir die letzten 3 Streams besprochen hatten. Ja, es ist wirklich, es ist ein Abschluss. Und ich bin ehrlich, ich wollte dieses Gespräch haben, auch wenn ich dir jetzt noch 10.000 Mal schreiben hätte müssen, dass es morgen noch geklappt hätte. Für mich, um ehrlich zu sein, war es wichtig, mit dir jetzt nochmal zu reden, weil mit dir hat es angefangen, meine Reise, und mit dir hat es jetzt so ein bisschen geendet mit dem Stream hier. Das gibt mir nochmal arg Energie, Sicherheit, Kraft und nochmal so ein bisschen diese Last von den Schultern einfach nochmal so ein bisschen abzuwerfen. Was, also ich muss mal sagen, das ist auch schicksalshaft, weil heute wäre eigentlich jemand anderes eingeplant gewesen, Ja. der auch gerade in Therapie ist, wo es Oh, kein krass. Internet gibt zum Stream und er deswegen nicht konnte. Und du hast mich ja gestern oder vorgestern angeschrieben. Also mein Lieber, Genau. Schicksal, Karma, es kommt alles zusammen. Sehr cool, auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich Internet dort habe. Ich habe WLAN zum Glück auf dem Zimmer. Ja, versuche jetzt noch die letzten 1,5, ja, den letzten Abend jetzt hier ausklingen zu lassen. Morgen der Tag, der wird wahrscheinlich noch kribbeliger für mich. Ich habe schon meine Koffer gepackt. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich will, dass es losgeht. Ich will nicht mehr warten. Ich Super. will echt nicht mehr warten. Ich habe keine Lust mehr. Ich sitze hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich war keine Ahnung, wie oft spazieren. Es reicht. Es muss ein Ende, soll ein Ende haben. Ich will nicht mehr warten. Dann könntest du dir ja jetzt noch eine Stunde lang den Chat durchlesen, Ja, vom Stream. definitiv. Und so, mein Lieber, jetzt noch ein paar Worte von dir, um das abzuschließen. An die Community, an mich. Puh, ein paar letzte Worte. Puh, das trifft mich jetzt überraschend. Leute, wenn ihr ein Problem habt, Sucht gesteht man sich im ersten Moment nicht ein. Sebastian, echt Chapeau. Egal was ist, du hast immer ein offenes Ohr gehabt. Deine Streams sind so toll. Du hilfst so vielen Menschen. Ich habe deinen Stream jetzt geteilt in einer Community. Da hören auch einige zu heute, ja, Schön. die mich auch das erste Mal hören. Wenn ihr glaubt, ihr habt ein Problem, verbergt es bitte nicht hinter Drogen. Verbergt es nicht. Auch wenn es noch so schwer ist. Irgendjemand wird euch helfen. Bitte. Ich habe gleich nochmal offscreen was dazu. Ich habe in der Zeit mehrere Menschen verloren. Und egal, wer du da draußen bist, egal, was du da draußen konsumierst,
es gibt immer Menschen, die an dich denken. Die leiden genauso wie du. Du bist nicht alleine da draußen. Okay. Mein Lieber, das hast du wunderschön gesagt. Und mit diesen Worten würde ich jetzt aus dem Stream rausgehen. Gerne. Du bleibst noch kurz in der Leitung. Gerne. Und wir alle freuen uns auf ein Wiederhören. Sehr gerne. Ja. Und meine Lieben, ja, wir sehen uns morgen wieder, 19 Uhr. Wunderschöner Stream. Ich bin ganz berührt. In diesem Sinne, bleibt auf euch. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace. Schönen Abend. Ja, peace out. Ciao.